Ein herzliches Willkommen hier zurück zum Reupload von Diablo 4, wo ich jetzt jemanden dabei habe, der nämlich das letzte Mal auch dabei war, nämlich Killer. Moinsen. So, vorab für diejenigen, Killer war ja bei der Aufnahme dabei und ich bin sehr froh, dass ich ihn nochmal überzeugen konnte. Nur leider, wir müssen jetzt erstmal versuchen, erstmal Killer auf die Stufe zu stellen. Übrigens weiß ich nämlich, wo dieser komische Ajawar ist, also diesen komischen Drachen, den wir ja besiegen sollen. Und ich weiß nicht, wie groß, oder besser gesagt, wie der Level ist. Deswegen sage ich, wir grinden jetzt erstmal ihn ein bisschen hoch, dann gucken wir mal zusammen, wo ich vermute, wo er ist. Will ich mal behaupten. So weiß noch nicht, wo er ist. Doch, ich weiß, wo er ist. Aber ich weiß nicht, wie, besser gesagt, wie groß sein Level ist. Das weiß ich nicht. Sozusagen. Okay. Aber ich scheint mal anscheinend auch wieder Level 25 oder sagen wir mal 20 oder 30, je nachdem, wie der andere Ja. Boss. Welches Level waren wir, wo wir den anderen Boss besiegt haben? Ich glaube, da waren wir noch 25. nicht mal annähernd. Nein, safe nicht. Doch, nee, wir waren vier, nee, ich war 23, wir waren beide 23. Ja, wir haben den mit Level 23 besiegt. Nur, ja gut, da war ich aber als Berserker drin und ich wollte halt jetzt mal, dieses Mal wollte ich mal ein bisschen mit dem Druiden spielen, einfach mal. So, weil ich wissen wollte, ist Berserker so das, was ich halt wirklich dann auch, sobald wir hier dann das Hauptspiel spielen, sobald es draußen ist, ob das dann so das Richtige für mich ist oder ob vielleicht der Druide einfach besser für mich ist. Deshalb Ja. probiere ich den jetzt mal aus. So, da er jetzt quasi Level 6 ist, ich habe keine Ahnung. Wir könnten eigentlich den mal suchen gehen, wenn du möchtest. In der Zeit könnten wir eigentlich schon mal gucken, dass du schon mal hochgelevelt wirst. In der Ja gut, bis Sache. Level Ich. 7 habe ich nichts mehr hier. Okay, also, der Drache oder der komische Kollege ist hier bei diesem Ort markiert. Also so ungefähr da hinten müsste er sein. Ich habe jetzt quasi jetzt keine großen So. Erkenntnis. Also der ist da ganz da hinten. Ich weiß jetzt bloß, wie schon gesagt, ich weiß jetzt bloß nicht, was da jetzt Phase ist. Ich kann ja jetzt doch noch mal mit der Absicht noch mal schauen, mal ganz kurz, weil ich war ja jetzt gestern zwar ziemlich müde, weil ich ja bis um 3 Uhr noch durchgezogen habe. Warte mal kurz. Das war. Ah, hier und da habe ich das. So, der Drache Kannst du bef. eigentlich sehen, was ich markiert habe? Nee, gerade nicht. Okay, also ich habe jetzt da, wo ich jetzt markiert habe, den blauen Dings, da müsste quasi der Drache sein. Safe. Mhm. Da hinten. Also ich würde jetzt Also so. ich würde sagen. Ja, red du zuerst. Ich Sollen würde uns ja nicht jetzt gerade beide so gegenseitig Zeit. machen, da wir jetzt in die Stadt müssen, wieder erstmal komplett von der Stadt wieder entfernt, würde ich jetzt erstmal gucken, wie groß der Drache, aber besser gesagt, wie. Der Level ist jetzt von diesen komischen Kollegen da. Wir müssen jetzt außerhalb der Stadt dann komplett etwas komplett runter ein Stückle und dann komplett nach rechts fast an der Wasserstelle. Also hier an dem Dings, da müssen wir runter. Ich zeige dir jetzt den Du, Weg. aber da oben. Ich, also hier in der Nähe, da oben ist was, was ich für die Druiden nutzen könnte. Okay. Ja, ich sehe deinen gelben Dings. Dann würde ich, was möchtest du jetzt machen? Wollen wir erstmal gucken, wie groß das Viech ist, oder wie groß das Ich Level würde ist? sagen, also ich würde sagen, ich mache gerade schnell mal den Dungeon, der da oben ist, Kann ich da eigentlich weil auch rein? 5%
kritische Trefferchance um 5% erhöht, ist halt schon praktisch. Ob du da mit rein kannst, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir laufen da gerade mal hin, gucken, ob du mit rein kannst. Wenn nicht, mache ich das gerade schnell alleine. Weil ich schätze mal, das ist wirklich nur für den Druiden. Und wenn da nur ich rein kann, dann kannst du ja in der Zeit noch irgendwas anderes nebenbei machen, eine Nebenquest oder so. Ja, gestern hat mich Diablo mich gar nicht rausgelassen. Das gab, glaub vorhin auch, wo ich die Aufnahme nicht mal aufgemacht habe, gab es auch schon wieder Kämpfe. Also Diablo lässt mich Ja, nicht los. das ist neu. Das habe ich gemerkt. Was ist das? Weiß ich nicht. Du siehst dieses Dreieck auch. Ja, ich weiß, aber ich sehe hier gar nichts. Ich bin Kümmern wir Dings. uns später drum. Gucken wir uns später mal an. Gucken wir mal, was das ist. Zu langsam. Dafür hab ich ja Dings. Übrigens, was ich gemerkt habe, meine Skelette sind jetzt nicht mehr so, sag mal, nicht mehr so überpowered dran. Also die Verschlossene sind quasi Truhe. nicht mehr, Verschlossen. die sind nicht mehr nicht so toll, dass man sagt, ja gut, die sind überpowered oder so. Dann haben sie downgegradet. So, ich gucke jetzt einfach mal, ob ich mit reinkomme. Ja, ich komme mit rein. Okay, dann. Perfekt, dann habe ich wenigstens Unterstützung. Aber lass mich tatsächlich eine Menge selber Ja, machen. ich fange ja nur welche an, wo ich quasi. Pass mal auf, kennst du den Aufbau hier noch? Ja, ich kenne den Aufwand. Ich bin da gestern auch schon bei Ja, ich finde einer. den Aufbau immer noch so ekelhaft. Aber auch irgendwie auf der anderen Seite echt cool. Ich lasse jetzt erstmal meine Geister ran. Die helfen dir ein bisschen in der Zeit. Weil ich bin soweit safe. Ich habe ja gestern schon ein bisschen gegrindet bis zum geht nicht mehr. Ich war schon, ich bin schon durch. Also ich habe ja jetzt schon eine Menge gemacht. Das war ja nicht feierlich. Ich bin gerade eine Stufe aufgestiegen. Das ist super. Was hast denn du eigentlich als Druide? Oh, da habe ich noch nie. Als Druide siehst du das hier? Oh ja. Einmal Werwolf, einmal Bär. Das habe ich ja schon in dem Also so vorherigen. Gestaltwandler. So, also im Prinzip ja, ist das komplett richtig. Also der Druide ist in dem Sinne tatsächlich sogar eine Art Gestaltwandler. Wenn man es mal so sieht. Aber wenn ich jetzt, wenn ich es mir beim letzten Mal richtig durchgelesen habe, hast du beim Druiden tatsächlich sogar so gesehen dieselbe Möglichkeit, wie du hier bei deinem hast, Warte mal kurz, bitte, dass hier du ist ein halt, Tagebuch. die Schreie gehört, als sie von den Kreaturen Das habe ich gerade eben zerrissen und eingesammelt. zerfleischt wurden. Ich wollte nicht wie die anderen enden, als Blutspritzer an der Wand. Die Stacheln, die einst für unsere Sicherheit sorgten, sind nun zu unserem Gefängnis geworden. Ich bete, dass die Kathedrale bald Verstärkung schickt und Erbarmen zeigt, wenn sie von meiner Feigheit erfährt. Ich höre nichts mehr.
Ich werde Ey, ich versuchen, bin zu gerade echt entkommen. am Überlegen, ob sobald wir, sobald es endlich draußen ist, ob ich das komplette Spiel auf Hardcore durchspiele. Also ich habe jetzt, ich kann's wieder reden. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Dann grinde ich mich mal ein bisschen weiter nach oben. Ja, jetzt bin ich schon Stufe 16. Ich habe jetzt eigentlich gestern gedacht, ich schaffe das, aber ich habe gesagt, nee. Wo ich jetzt noch bis um 3 noch gebaut habe, der Don war noch dabei, der hat noch ein bisschen auf mich eingeredet. Und nichts Bösartiges, aber. Ja, ist ja alles gut. Ich muss tatsächlich sagen, bis zur jetzigen Erkenntnis würde ich sagen, der Druide ist am Anfang noch sehr schwach und wird erst irgendwann mit der Zeit stark. Okay. Abwarten, wie es im fertigen Spiel dann aussieht. Kann es sein, dass wir uns jetzt gleich wieder treffen, weil ich sehe dich da wieder. Gut. Ja, das kann tatsächlich so ziemlich gut sein. Einlassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Magiergeister haben trotzdem doch noch was drauf. Ja, die überleben jetzt nicht so lange, muss ich sagen. Habe ich ja eigentlich schon in den letzten Videos schon gesagt. Wo ich mir eigentlich dann auch wieder frage, ja, die waren vielleicht overpowered, sagen wir es mal so. Aber es muss jetzt nicht sein, dass man jetzt einfach so komplett down schmeißt, dass man es überhaupt nicht mehr nutzen kann. Dann ist es nicht mehr so relevant, die Skelette einzusetzen. Übrigens, ja, du hast hier was vergessen. Ja, warte kurz. Ah, stimmt, ab Stufe 8 kannst du hier alles ausdrucken, das habe ich komplett vergessen. Wann war die erste Open Beta nochmal online? Die war glaube im April, genau im April oder März. März oder April war die. Ich könnte mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Okay, ich komme. Warte mal, ich hole nämlich gleich mal kurz die Kiste ab hier. Bin gleich da. So, dann haben wir den weg. So, dann komme ich. Tritt gerade gegen den Boss an. Kein Problem. Der Stufe 15? Bei mir ist er Stufe 7 gewesen. Okay, dann. Oh. Klasse, dass sie sowas gemacht haben. Das, ja, die quasi erst. Pulverisieren. Ich glaube, wir müssen erstmal die Jungs und Mädels da mal abknirksen. Ja.
So, ich gehe mal auf die Seite. Sag einfach Bescheid, wenn du mich brauchst. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mich verbessert habe, da allein dadurch, dass ich jetzt eine etwas höhere Geisteskraft habe. Ja. Ich brauche jetzt teilweise sogar nur noch zwei Schläge, um die zu killen. Ich beschütze hier gerade jemanden. Also, wenn die schon sagt, dass wir eine Chance haben gegen die Viecher, habe ich ja kein Problem damit. So, ich habe Belohnung bekommen. Bin schon fast Level 17. Jesus, das ist echt Arbeit, dass es so schnell geht. Ich glaube, das bleibt bei Level 25. Gehe ich mal so jetzt davon aus. Wenn du brauchst du Hilfe, weil ich rüste mich jetzt erstmal noch aus. Okay, Schwert. Nö, ich brauche keine Hilfe, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Okay. So, ich habe jetzt hier Leute noch gerettet, die irgendwie falsch irgendwo rumgeguckt sind. Moment, Cash. Aber erstmal noch eine Fluppe A. Geht's weiter? Oh, ich hasse diese Fähigkeit, ich bin schon wieder vereist hier. Todesfluch. So. Kann alles verkaufen. Oh, hier unten sind noch welche.